Willkommen zurück zu SimCity Builded. Es ist Donnerstag. Jetzt, wo ich aufnehme, ist die neueste Folge noch gar nicht draußen. Aber das stört uns nicht. Ihr seht das Video ja trotzdem später. Und wie gesagt, will ich ein bisschen aktiver spielen. Deshalb werde ich nur jetzt kurz aufnehmen. Dann werde ich weitere Sachen vorbereiten für morgen oder übermorgen. Werde dann wieder aufnehmen, dann etwas länger. Und ja, werden einige Punkte holen. Erstmal gucken wir, auf welchem Platz wir sind. Etwa 94, ich habe nicht genau geguckt. Und ich habe schon gesehen, die ersten paar Plätze sind gar nicht so weit. Gerade mal 6400 Punkte. Aber wir haben halt auch noch 4 Tage, was über eine Woche ist. Deshalb, ja, gucken wir hier erstmal. Pariser Gebäude ausbauen, das wollte ich zuerst machen. Es ist halt nur ein Gebäude und damit relativ leicht. Wir haben hier eins, haben wir eigentlich alles. Eimer, der Farbeimer, den habe ich hier schon reingemacht. Das heißt, das ist gleich wieder da. Und haben es geschafft. Ein Bulldozer-Auspuffrohr. 1000 Punkte sind direkt ganz weit oben. Eigentlich sind wir dritter Platz, weil wir alle drei dieselbe Punkte haben, aber egal. Wir haben irgendwas abgeschlossen. Und jetzt habe ich es weggeklickt. Hier. Flughafen. Erreichen Sie eine Bevölkerungszahl von 120.000 Einwohnern. Bauen Sie den Flughafen, bauen Sie Pariser Gebäude. Ah, warte mal kurz. Ich hatte vor, das hier noch zu lesen. Kinosaison hat begonnen. Filmstadtgebäude sind jetzt für begrenzte Zeit in den Park- und Unterhaltungskategorien verfügbar. Parks. Ah ja. 18.000. Naja, ich habe halt hier noch diese China-Gebäude, also ich brauche das eigentlich nicht. Die haben genauso großen Radius, sind aber leider 2000 Simoleons teurer. Und die hole ich mir noch nicht. Okay. Noch so ein Wu-Knopf. Und hier ist der Krake verschwunden. Monster kommt in 23 Stunden 40 Minuten, okay. Dann müssen wir noch etwas warten. So, danach hatte ich vor, Wohngebäude vielleicht noch auszubauen und Simoleons auf jeden Fall zu verdienen. Das ist einer der leichtesten Aufgaben, finde ich. Im Grunde muss man nur lange warten, Steuern einsammeln. Ich meine, das ist schon fast das Ganze an Geld, was wir brauchen. Also haben wir das eigentlich schon so gut wie geschafft. Deshalb habe ich auch hier oben diesen Tagesbonus abgewartet und von der Aufgabe da die Belohnung. So, das reicht noch nicht, oder? Nein. Deshalb habe ich mir das aufgespart. Weil da ziemlich oft auch Geld drin ist. Ich meine, es sind fast 1000. Und? Reicht immer noch nicht? Okay, es fehlen nur noch 400. Komm schon, bitte, Kiste. Bitte sei Geld drin. Nein. Aber viele Dinge, die man zu Geld machen kann. So, dann machen wir das hier zweimal rein. Das hier machen wir auch zweimal rein. Dann machen wir davon wieder zwei rein. Ich mache das immer so in zwei. Das ist nicht so wenig wie 1, aber es sind halt auch nicht unbedingt 4, wenn ihr versteht, was ich meine. Es ist halt genau die richtige Menge, die man braucht. So, da will jemand was kaufen. Nee, danke. Okay, dann müssen wir noch irgendwie Geld zusammentreiben. Ich guck mal bei Heinz vorbei, ob er irgendwas zu verkaufen hat, was ziemlich wertvoll ist und
ziemlich schnell zu verkaufen geht. Zum Beispiel Stadtlager-Items oder ähnliches. Ja, sag ich doch. Lagerkamera. Ich kaufe mal alles. Wir haben ja das Geld. Wir haben den Tisch nicht. Oh, das Stadtlager ist voll. Hups. Dann müssen wir nochmal, wenn wir zurück sind, wieder Dinge verkaufen. Aber ich glaube, das schaffen wir relativ schnell. Okay, noch nichts wurde verkauft. Das ist ein bisschen merkwürdig. Aber naja. So, das verkaufen wir noch. Und einen Nagel. Dann gucke ich mal kurz hier. Ja, Mann. Wir haben so viele Kameras, aber wir brauchen diese Lagerstangen. Verkaufe ich auch mal zwei Kameras. Ich meine, ich habe 11 davon und ich brauche die einfach nicht. Das reicht auch noch nicht, oder? Nein. Okay. Und es wurde was verkauft. Da. Ich sammle einfach alles ein. Gratis Werbung gleich verfügbar, okay. So, 16.000 eingesammelt. Besten Listen, 2. Platz. Wären wir noch 1. Platz? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie aktiv der 1. Platz spielt. Strandbereich erweitern. Frachtschifflieferung könnte ich mir noch vorstellen. London Town Gebäude geht ja nicht. Katastrophen gegen das Monster geht auch nicht. Ah, reicht noch nicht. Und hier bei den London Town Gebäuden, mir fehlt halt diese Teekanne. Genau gesagt, 2 oder 3. Kommt ganz drauf an, wie man sieht. Ah, die Lieferung nach London ist noch nicht da. Okay, ich sehe nichts, was mich daran hindern könnte. Ich guck mal, wie viel diese Sachen kosten. Ah, ja. Für Obst und Beeren 2-mal brauche ich 2 Pflanzen. Und für diese Pflanzen brauche ich 2 Schaufeln. Und für diese 2 Schaufeln brauche ich ganz viel Zeug. Und ich habe nicht so viel Platz im Lager. Das kostet 18 Simcash. Ich will das jetzt nicht unbedingt machen. Also, naja, das Brot. Das Brot ist auch ziemlich teuer. Da werden die ganze Zeit Samen verbraucht. Naja, gut. Machen wir hier noch eine Gratis-Werbung rein. Wohngebäude ausbauen. Schuhe. Oder? Eine ganze Menge. Okay, Schuhe. Eigentlich einmal Kleber. Oh, upsala. 2-mal Chemikalien und ich hab's geschafft. Da. So, dann machen wir das mal noch. Wohngebäude ausbauen, 1. So gut wie erledigt. Oh. 2 Plastik noch. So, jetzt aber. Nein, danke. Und damit haben wir schon einige Punkte jetzt bekommen. Eine neue Stufe erreicht, aber wir haben ja keinen Goldpass. Ich würde mir den auch, glaube ich, nicht so holen. Es ist im Grunde nicht wirklich viel, was man da bekommt, außer halt
Sowas. Neo Simoleons. Keine Ahnung, was das ist. Haben wir noch nicht. So, Bestenlisten. 3000 Punkte. Ich meine, das ist schon fast die Hälfte von dem, was der andere hat. Der erste Platz. Okay, Leute, ich glaube, ich würde jetzt hier erstmal pausieren. Wir sehen uns dann morgen oder übermorgen wieder. Ihr werdet es ja jetzt gleich nach dem Cut sehen. Und bis dahin. So, Leute, da bin ich wieder. Ich habe die nächste Aufgabe vorbereitet. Die habe ich noch nicht angenommen, aber das werden wir jetzt tun. Nämlich Frostfjordgebiete verbessern. Das ist jetzt etwa 2 Stunden her, seitdem ich das letzte Mal aufgenommen habe. Hab seitdem, ich glaube, ich muss da eine Lücke machen, zwischen den beiden Gebäuden. Hab seitdem die Sachen hergestellt. Hier ist noch Farbe drin. Und hier ist noch eine Leiter, aber ich habe ja alles zweimal vorrätig, deshalb klappt das alles. So, dann gehen wir rüber zum Frostfjord und verbessern dann mal 3 Gebiete, die ich schon ausgewählt habe. Hoffentlich reicht das jetzt. So, also als erstes das hier. Da ist die Leiter, die ihr auch gesehen habt. Ich habe auch 4 Fischkonserven. Also reicht das. Hier fehlt noch Holz. Okay, das reicht doch noch nicht. Und was das? Nein, das hier war's. Das hier. Und dann noch das hier. Da hole ich jetzt nochmal 3 Holz, falls wir das schon geschafft haben, gemacht haben. Und dann verbessern wir auch das letzte Frostfjordgebiet. Ja, wir haben noch ein bisschen Holz. Versteckt sich leider hinter dem ganzen Stahl und Plastik. So. Ich denke mal, wir haben jetzt genug. Sollte eigentlich locker reichen. Und dann bekommen wir schon einige Punkte. Also. Und wir haben es geschafft. 3000 Punkte. Erstmal haben wir hier beim Pass etwas bekommen. Ah, das ist wirklich sehr nützlich. Vor allem jetzt, wo gleich die nächste Aufgabe da ist. Bestenliste. Oh, Ergenekon hat auf jeden Fall einiges zugelegt. Vorhin, vor 2 Stunden, waren es 6300 oder so. Jetzt ist er schon bei 7720. Na gut. Dann, wo war das? Nicht mehr? Irgendwie. Ah ja, hier, Stadt. Ach, Strandbereich. Oh. Ich habe Stadtbereich erweitern gelesen. Na egal, lösen wir eine Katastrophe aus. Das können wir auf jeden Fall machen, das weiß ich. So, da sind wir wieder. Stadtlager voll. Ja, das weiß ich. Wir haben 7. Ah, das könnten wir machen. Ich würde aber gerne das hier machen. Dafür fehlt noch eins, wie die Lagerstangen. Da fehlt uns auch noch eins. Dann machen wir noch eine Katastrophe. Und dann haben wir 7000 Punkte. Wir kommen den anderen näher. So, Meteoriten 3. Schäden 4. Reparaturkosten Mittel. Belohnung 3 Schlüssel. 2 Schlüssel, leichte Reparaturkosten und 4 Schäden. 2, 2 schwer. 2, 4 schwer. Ja, das lohnt sich schon ziemlich. Ich meine, da kriegt man 3 goldene Schlüssel. Ich glaube, ich mache das. 1,
2 und Start. Von rechts kommen die Meteoriten. Und wo bleibt das große, der große Meteorit? Da kommt er und boah. Okay, das Hochhaus hat es überlebt. Glück gehabt. Ja. Ja. Gut, dann werde ich mich mal jetzt daran machen, die zu reparieren. Und das hier haben wir geschafft. Und dann Katastrophengebiete neu aufbauen. 3 Stück. Wir haben 4. Nun gut, ich glaube, das schaffe ich heute nicht mehr. Und, ja. Ah, noch eine Kamera. Statt irgendwelche Lagerstangen mir zu geben. Ah, dann verkaufe ich mal wieder 2. Ich bekomme nur Kameras. Nur nicht das, was ich brauche halt. Okay, dann ist, glaube ich, für diese Folge Schluss. Ich mache morgen wahrscheinlich noch weiter. Aber die Folge geht jetzt insgesamt schon so 15 Minuten, glaube ich. Das reicht für eine Folge. Ich lade die jetzt hoch und nehme danach auf. Und die neueste Folge ist noch nicht mal online, zu dem Zeitpunkt, wo ich aufnehme. Naja, egal. Ihr seht das so oder so hintereinander weg. Also dann bis zum nächsten Mal und tschüss.